Hallo, mein Name ist Martin Edenhofer. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich will Ihnen heute Installation und Basisfunktionalität von Xamarin zeigen. Ich habe den Vortrag in 6 Bereiche gegliedert. Zuerst, was ist Xamarin? Wie funktioniert die Installation? Wie arbeitet man mit der Applikation generell? Welche Bereiche gibt es da? Wie konfiguriert man solche Kanäle, also welche gibt es, zum Beispiel E-Mail, Twitter und so weiter, und wie konfiguriert man das? Wie arbeitet man mit Xamarin im Team? Und ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Zum Ersten, was ist Xamarin? Xamarin ist ein Helpdesk-Support-Plattform für Kundenzufriedenheit. Xamarin ist offen und schnell, wie der eigene Kundenservice auch sein sollte. Wir haben Xamarin nicht von heute auf morgen gebaut. Das heißt, da ist jahrelange Expertise von Leuten eingeflossen, die in der Helpdesk- und Support-Szene schon jahrelang aktiv sind, auch in anderen Projekten. Und wir haben da einfach die Quintessenz, die wir über die 16 Jahre da sammeln konnten, hier neu eingebracht. Zum Namen noch, Xamarin, woher kommt das? Der Slogan ist, mit Xamarin ist man stärker, beziehungsweise zusammen ist man stärker. Das kommt aus dem Bayerischen, also aus dem bayerischen Slang. Da kann man sich zusammensetzen, Xamarin, oder zusammen macht man was. Und da ist so die Analogie da, zusammen etwas bewirken. Nicht nur auf Entwicklerseite zusammen was machen, sondern auch mit dem Kunden zusammen eine Lösung finden. Durch das, dass Xamarin noch nicht so lange gibt, hier eine kurze ein kurzes Nummerngeplänkel. Die erste Version, die erste Release, die war am 18.10.2016. Am 19.03.2017 haben wir bereits 32.000 Downloads gezählt. Wir waren am Tag der Veröffentlichung gleich auf den Position 1 bei Trending Open Source Projects auf Kategorie Ruby auf GitHub. Also das heißt, da haben sehr viele Leute gleich solche Stars dran gemacht, dass sie das Projekt toll finden. Was für uns auch sehr interessant war, die Feststellung, weil Xamarin doch technologisch auf einen aktuellen oder relativ modern geschrieben ist, war für uns, wir haben im Vorfeld, weil wir es offen machen wollten, damit jeder mitmachen kann, immer eine Überlegung, wie weit geht man da schon mit der modernen Technik gleich von Anfang an mit rein. Haben aber nach 5 Stunden nach der ersten Release gleich was Positives entdeckt, und zwar hat der erste gleich einen Pull-Request abgegeben nach 5 Stunden und hat quasi dort schon eine neue Funktionalität eingebaut. Das war für uns überwältigend, weil es doch so gut gleich angekommen ist, also auch, dass auch jemand mitarbeiten kann. Ja, zum 19.03.2017 waren es insgesamt 86 Pull-Requests, also Leuten, die wirklich Quellcode-Erweiterungen oder Fehlerbehebungen abgegeben haben. Und was auch nett war, dass gleich nach 4 Wochen wir den ersten Award bekommen haben und nach 16 Wochen gleich die zweite Auszeichnung. Zur Applikation selbst, was sind dort die Key-Feature? Es ist eine Web-App, also das heißt, die läuft im Browser. Allerdings ist es so, dass man hier modernes HTML5 und JavaScript-APIs verwendet. Das heißt, die Anwendung fühlt sich eigentlich wie eine native Anwendung an. Man kann dort ein Drag and Drop, man kann aus der Zwischenablage Bilder einkopieren, man kann Sachen formatieren. Es fühlt sich an wie eine herkömmliche Desktop-Applikation. Das heißt, da gibt es auch keine kompletten Seiten-Refreshs, sondern es werden nur Fragmente ausgetauscht. Man ist an derselben Position. Wenn der Kollege irgendwas bearbeitet, dann sieht man das auch gleich. Das taucht im Bruchteil von Sekunden gleich bei allen Clients, die dieses Ticket auch angucken, auch auf. Und das ist eine ganz nette User Experience. Was ist noch ein Key-Feature von Xamarin? Die Suche ist super schnell. Wer das von anderen Helpdesk-Systemen kennt, hat man meistens ab einer gewissen Zeit Probleme mit der Suche. Das heißt, man umgeht eigentlich die Volltextsuche schon komplett, sondern schränkt es dann schon auf Status und Zeiträume ein, damit man die Suche halbwegs innerhalb von ein paar Minuten dann bedienen kann. Das ist bei Xamarin anders. Hier haben wir eine Volltextsuche auch über Anhänge. Das heißt, wenn in einem PDF irgendwo was drin war, dann würde man das auch über die Volltextsuche finden. Da könnte ich jetzt noch kurz referenzieren auf den Vortrag von vorher. Hier ist auch Elasticsearch im Hintergrund. Wir benutzen das nicht zur Datenhaltung, sondern lediglich zur Datenindizierung. Und da ist es aus unserer Sicht ein wahnsinnig tolles Tool. Würde ich nicht missen wollen, ist einfach da
Sehr genial. Wohlgemerkt, die Daten werden bei uns in einer normalen relationellen Datenbank gespeichert. Das ist lediglich wirklich für die Suche. Was auch noch wichtig zum Herausstellen ist, die Web-App arbeitet oder spricht mit Xamarin, mit dem Xamarin-Surfer nur über REST. Das heißt, jede Ressource, jede Aktivität, die man in Xamarin abbilden kann oder abgebildet ist, kann man auch über ein REST-Interface bedienen. Ja, und das Beste zum Schluss, es ist Open Source. Die Core-Feature für den Ticketing-Bereich: wir haben ein Autosave für Tickets, das heißt, wenn ich irgendwo Formulare bearbeite, den Browser schließe, weil er mal abstürzt, oder ich gehe nach Hause, bedenkt zu Hause dran, ach, da war noch was, ich wollte ein Ticket fertig schreiben, habe auf Senden vergessen, weil mich der Kollege rausgeholt hat, kann ich mich zu Hause anmelden, kann auf das Ticket wieder gehen, öffnen, das Formular ist noch ausgefüllt, so wie ich es gerade hatte, der Status, der Text, und kann mir das nochmal durchlesen und dann auf Senden drücken. Wir haben eine Revisionssicherheit, das heißt, es wird am Vorgang, am Ticket wird jede Aktion protokolliert, welcher Agent oder Kunde welchen Wert auf welchen Wert gesetzt hat, um dort auch eine Revisionssicherheit zu gewährleisten und auch den Einsatz in Banken zum Beispiel nicht im Wege zu stehen. Dann haben wir Eskalationen mit verschiedenen SLAs und verschiedenen Kalendern. Wir haben eine Kollisionserkennung beim Bearbeiten. Das heißt, wenn zwei Agenten zufälligerweise das Ticket gleichzeitig offen haben, dann blenden wir diese Icons ein, wer das noch offen hat. Und wenn schon jemand mit der Bearbeitung eines Tickets angefangen hat, dann wird auch bei diesen Icons von den einen Kollegen gleich ein Stift eingeblendet. Das heißt, man weiß, ach, okay, da ist schon der Kollege dran, da brauche ich gar nichts mehr machen, kann ich mich zum nächsten Ticket widmen. Wir können eigene Übersichten anlegen, speziell auch nur für bestimmte Agenten. Das heißt, wir könnten zum Beispiel für Supervisor sagen, der oder für Key Accounts, zeigt mir bitte alle Kunden das Ticket, alle Tickets eines bestimmten Kunden an oder von verschiedenen bestimmten Kunden an, damit ich die dann speziell auch einen Überblick habe, wenn da was reinkommt, damit ich dann gleich sehe, wo sind jetzt die Prio 1 Kunden unseres wichtigsten Kundens. Dann haben wir die Möglichkeit, individuelle Felder zu setzen, nicht nur bei Tickets, sondern auch bei Kunden bzw. bei generell Benutzern. Macht man zum Beispiel für Tickets, wenn man eine Seriennummer von einem Gerät oder sowas mit abspeichern will. Dann haben wir die Möglichkeit von Einbindung von einem Kundenchat. Da sind wir auch relativ stolz drauf. Zeige ich gleich noch, wie das funktioniert. Die Einbindung in die Webseite ist hier nämlich relativ geschmeidig. Zu den letzten beiden komme ich auch noch. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit von Text-Templates, die man über Shortcuts einblenden kann, um möglichst schnell Antworten zu schreiben. Und wir haben die Integration in soziale Netzwerke, um dort den Firmen- oder Organisations-Twitter-Account oder die Facebook-Seite mit einzubinden und das Ganze auch als Ticket abzuarbeiten. Kommen wir zur Installation. Also das heißt, wir haben bei Xamarin nicht nur auf die Einfachheit geachtet, sondern auch bei der Installation. Das heißt, wir bieten direkte Pakete schon für verschiedene Betriebssysteme, zum Beispiel für CentOS oder Red Hat Enterprise Linux, für Debian oder Ubuntu und auch für SLES. Als Datenbanken unterstützen wir Postgres oder MySQL-MariaDB. Als Suchengine im Hintergrund benutzen wir Elasticsearch mit einem Plugin für die Anhangindizierung. Die Installation von Xamarin selbst ist relativ einfach. Das sind insgesamt 4 Kommandos. Das erste, man muss, ein Beispiel jetzt hier von CentOS, man muss ein erweitertes Repo mit einbinden, damit man Abhängigkeiten noch auflösen kann von verschiedenen Softwarekomponenten. Wenn man das eingebunden hat, das ist Apple-Repo, dann muss der SSH-Key von unserem Paketdistributor, der PGP-Key eingebunden werden. Danach trägt man hier noch ein neues JUM-Repo ein, damit man auch Updates beziehen kann. Und mit dem letzten Befehl installiert man dann Xamarin. Dauert ungefähr, je nach Leitungsanbindung, ungefähr 3 bis 4 Minuten. Der nächste Schritt, wobei das optional ist, aber sehr zum Empfehlen, ist die Anbindung von Elasticsearch. Da sind es insgesamt 7 Kommandos. Das erste ist auch wieder der Import für den PGP-Key von Elasticsearch, das Einbinden des Repos von Elasticsearch, die Installation von Java als Abhängigkeit benötigt das Elasticsearch. Danach wird noch das Plugin für Elasticsearch installiert, damit man Anhänge durchsuchen kann.
Elasticsearch wird dann gestartet, für den nächsten Reboot vorbereitet, damit es wieder kommt. Und mit dem letzten Befehl wird in Xamarin konfiguriert, dass jetzt eine Elasticsearch, in dem Fall jetzt auf Localhost, horcht und dass Xamarin dort diese Elasticsearch verwenden kann. Ja, also Installation auch ganz easy. Wenn wir jetzt die Sachen ausgeführt haben, können wir dann über Localhost auf Xamarin zugreifen. Das heißt, das hier ist der erste Welcome-Screen, sobald man Xamarin installiert hat. Und hier kann man entscheiden, ob man jetzt ein neues System aufsetzen will oder ob man von einem bisherigen anderen System importieren will. Hier bieten wir an, die Möglichkeit von Zendesk zu importieren, wenn man dort sagt, ich will jetzt auf Xamarin wechseln. Sorry, ich soll dir das bringen. Oh, danke schön. Und ich zeig dir dann die Minuten, bevor es aus ist, also 10 Minuten. Ich beeil mich. Oder auch von OTS könnten wir nach Xamarin importieren, migrieren. Zur Anwendung selbst, also wie arbeitet man mit der Anwendung? Das hier ist jetzt ein Standard-Screenshot, wie die Anwendung prinzipiell aufgebaut ist. Da gehe ich jetzt ins Detail. Hier gibt es nämlich signifikante Unterschiede zu anderen bisherigen Web-Anwendungen. Hier haben wir an einigen Stellen uns sehr angestrengt, um bestimmte Sachen zu implementieren. An der linken Seite, jetzt hier vergrößert, haben wir diese Taskleiste. Und zwar, wenn wir als Helpdesk-Agent oder generell als Agent arbeiten, der die Probleme von anderen bearbeitet, dann haben wir eigentlich die Anforderung, dass wir eigentlich immer Multitasking sein müssen. Da arbeite ich an einem Problem und ruckzuck läutet das Telefon, dann stehen noch zwei Leute in der Tür und irgendwie muss ich zwischen ein Ticket und dem fünften Ticket hin und her springen und habe eigentlich immer die Notwendigkeit, dass ich Genie quasi als Agent löse eben die Probleme, dass ich immer irgendwie gefragt werde und hin und her springen muss. Deswegen haben wir die Möglichkeit geschaffen, mehrere Tickets, Vorgänge oder auch andere Objekte gleichzeitig zu öffnen und ich kann mir die dann hier geöffnet anklicken und kann zwischen den hin und her switchen oder auch zwischen Benutzern oder Organisationen, wenn ich die im Detail angucke. Ich kann mir diese Tabs, also die Vorgänge, die ich dann offen habe, kann ich mir selbst die Reihenfolge definieren, damit ich mich vielleicht morgens strukturiere. Ich habe heute irgendwie 7 Tickets abzuarbeiten, dann kann ich die gleich eine richtige Reihenfolge in der Tab-Leiste legen. Änderungen, die ich am Ticket schon vorgenommen habe, den Text, den ich geschrieben habe, wie vorher schon erwähnt, die werden serverseitig gespeichert. Das heißt, ich kann den Browser schließen, wieder öffnen, kann mich mit einem anderen Browser anmelden oder kann mich von der Mittagspause von einem Gerät anmelden und habe dort wieder Zugriff auf meine bearbeiteten Tickets, wo ich die Änderungen aber noch nicht abgespeichert habe. Was auch interessant ist, bei diesen Tickets sehen wir diese runden Symbole. Jetzt ist es so, ich habe einen Kunden geantwortet, gehe in die Mittagspause, komme zurück und dann sehe ich auf einmal so einen pulsierenden Punkt, wie jetzt hier bei den, der gerade gehighlightet ist. Der pulsierende Punkt soll mir dann zeigen, an diesem Ticket gab es eine Änderung durch den Kollegen oder durch den Kunden und diese Änderung habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, was mache ich da üblicherweise? Da drücke ich auf den Tab drauf, sehe sofort die Änderung, der Kunde hat eine Antwort geschrieben, vielen Dank, jetzt funktioniert wieder alles, wunderbar, und kann das Ticket dann schließen. Also das heißt, ich kriege in der Anwendung auch gleich Feedback, wenn sich an diesen offenen Vorgängen was geändert hat durch einen Dritten. Wenn ich an einem Ticket was arbeite oder wenn ich da irgendwas mache oder wenn es offen ist und ein Kollege ändert was oder ein Kunde schickt eine Mail rein, ist es bei herkömmlichen Web-Anwendungen so, dass ich einen Seiten-Reload benötige, um die Nachrichten dann anzuzeigen. Das ist bei Xamarin nicht so. Wenn dort irgendwo was geändert wird, egal in welcher Maske, das wird vom Server gleich zu den Clients gepusht und ich sehe dann dort unmittelbar, nachdem das abgespeichert ist, auch diese neue Änderung. Also arbeite ich an einem Ticket und der Kunde antwortet zwischendrin oder ein anderer Kollege schließt dieses Ticket, dann sehe ich das auch gleich unmittelbar. Zu guter Letzt gibt es noch hier unsere Ringlights. Man sieht jetzt hier, wir haben hier oft mit solchen Kreisen gearbeitet. Und hier haben wir was etabliert. Und zwar kann man an diesen Ringlights erkennen, den Zustand des Tickets erkennen. Egal in welcher Übersicht, wo Tickets auftauchen, taucht am Anfang immer dieser Ring auf. Und hier haben wir 4 verschiedene Farben. Und zwar haben diese Farben spezielle Bedeutung. Wenn ein Ticket zum Beispiel orange ist, heißt es, das Ticket ist neu oder offen oder es hat einen Wartenzustand, aber dieser Wartenzustand ist erreicht. Also mit anderen Worten, dieses Ticket, das wartet auf Bearbeitung durch irgendeinen Agenten, das wäre jetzt reif
damit wieder jemand dran arbeitet, den Kunden zum Beispiel eine Antwort schreibt. Dann haben wir diesen schwarzen Ring. Schwarzer Ring bedeutet, dieses Ticket wartet im Moment auf irgendwas. Wir haben dem System die Möglichkeit zu sagen, ich habe den Kunden nicht erreicht. System, erinnere ich mich bitte in 14 Tagen daran, dass ich den Kunden nochmal anrufen wollte, weil der jetzt im Urlaub ist. Dann bekommt dieses Ticket so einen schwarzen Ring. Schwarz heißt, ich kann mich entspannt zurücklehnen. Das Ticket ist noch nicht abgeschlossen, aber im Moment auch keine weitere Aktivität nötig, weil der Wartenzeitpunkt noch nicht erreicht ist. Die schlimmste Farbe, ich kann in Summer solche SLAs, Eskalationen hinterlegen. Sollte so eine Eskalation eingetreten sein, also sprich die Zeit überschritten sein oder nähernd überschreiten, dann wird dieser Ring dann rot dargestellt, damit ich weiß, oh, Warnfarbe, hier muss, auch wenn es nicht mein Ticket ist, aber hier muss jetzt jemand dran, um das Ticket genauer zu begutachten, den Kunden vielleicht eine Zwischenmeldung rauszuschicken, auf jeden Fall nicht die SLAs zu verletzen. Die schönste Farbe, grün, das heißt, wenn alle Tickets grün sind, ist das Allerbeste, dann ist der Vorgang geschlossen und keine weitere Aktivität ist nötig. Dann kommen wir von der rechten Seite. Hier haben wir die Sidebar mit verschiedenen, drei verschiedenen Elementen. Das erste Element oder der erste Bereich, das ist die Ticket-Attribute. Hier sieht man zum Beispiel, dass Group ein Muss-Feld ist. Das sieht man an diesem Stern. Und hier sieht man, State ist auch ein Muss-Feld. Und das wurde aber, man sieht es an dem Bobble links neben State oder hier an so einem geringelten Zeichen, das wurde von mir schon verändert, aber noch nicht abgespeichert. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, weitere Tabs auf dieser Seite anzugucken. Das wäre zum Beispiel noch der Kunde, also sprich der Kontakt, der dieses Ticket erstellt hat. Und das letzte ist die Organisation, zu welcher Organisation dieser Kontakt gehört, dieser Kunde. Das hier ist eine Detailansicht von einem Kunden, das heißt, das ist die Anna Lopez, die gehört zu Awesome Customer Inc. Hier sieht man die Attribute dieses Kunden und hier sieht man dieses Kundenkontakts und hier sieht man die Tickets. Also das heißt, dieser Kontakt hat insgesamt zwei Tickets. Diese zwei Tickets sind hier, grün, geschlossen. Und wenn ich auf die Organisation gehen würde, dann würde ich sehen, dass er die Organisation im Gesamten vier Tickets hat. Und da sehe ich dann auch, wie viel das dann geschlossen sind oder wie viel das dann noch offen sind. Das wäre jetzt die Übersicht aus der Organisationssicht dieses Kunden, also wenn mehrere Kontakte zu einer Organisation gehören, selbes Spiel, oben der Name dieser Organisation, die Attribute, die ich übrigens auch frei definieren kann, wie ich schon erwähnt hatte, das sind die Mitglieder dieses Kunden, es sind in dem Fall drei und man sieht hier unten alle Tickets der gesamten Organisation. Ein kurzer Vergleich zur Volltextsuche, das heißt, wir haben uns da tatsächlich kurz die Mühe gemacht, weil es einfach so toll ist, eine kleine Aufstellung. Andere Systeme, die es am Markt gibt, haben wir installiert, mit ähnlichen Daten beladen, betankt, haben einfach Suchvergleiche von der Geschwindigkeit her aufgezeichnet und man sieht auch bei großen 54 GB und größer ist Summert noch wahnsinnig schnell, fast wie bei einer Installation bei 5 GB und andere Systeme, da muss man wesentlich länger warten, bis zu einer Minute und länger. Wichtig ist hier, alle anderen Systeme, die es momentan auch auf dem Markt gibt, auch kommerzielle SaaS-Systeme, die suchen nicht in Anhängen, die können lediglich auf die normalen Ticket-Attributen und den Texten drinnen suchen, aber nicht in Anhängen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal noch. Ja, wie konfiguriere ich solche Kanäle? Beispiel an den E-Mail-Kanal. Für E-Mail, da muss man immer diese lästigen POP3, IMAP, SMTP-Daten und so weiter suchen. Wir haben uns da ein Auto-Discovery einfallen lassen, ähnlich wie es bei E-Mail-Clients heutzutage üblich ist. Und wir unterstützen IMAP, POP3 und SMTP. Wie funktioniert das? Ich sage im Admin-Interface unter Kanäle einfach, ich will einen neuen E-Mail-Account. Gebe zuerst mal die E-Mail-Adresse, das Passwort ein, dann versucht er dieses Auto-Probing. Ups, jetzt war ich zu schnell.
Und so ein Postfach, ein herkömmliches Postfach, sofern es jetzt nicht, sofern er die Einstellung automatisch erkennen kann, ist innerhalb von 30 Sekunden eingerichtet. Würde das Probing fehlschlagen, dann geht er auf den Fallback-Weg, wie man es herkömmlich kennt. Das heißt, IMAP-Server eingeben, Passwort eingeben und so weiter und muss das wie herkömmlich konfigurieren. Nun der Chat, einer unserer schönsten Kanäle. Und zwar, um so einen Chat auf einer Webseite zu integrieren, braucht man nur aus Summit einen Snippet rauskopieren. Wir haben am Anfang, bevor wir diesen Kanal implementiert haben, eine Umfrage gestartet. Was finden die Leute an solchen Chats gut und was finden sie an solchen Chats auf Webseiten schlecht? Schlecht ist, Nummer eins war, dass der Chat angeboten wird. Man drückt drauf und dann kommt eine Information. Ach, Entschuldigung, kein Agent ist im Chat. Du kannst aber hier eine Nachricht hinterlassen. Und wann wir da antworten, das steht dann irgendwo in den Sternen. Also das heißt, es war eine schlechte Experience für die Anwender, wenn was suggeriert worden ist, das dann aber gar nicht so war. Die zweite, auf Platz Nummer zwei war, dass man auf den Chat geklickt hat, weil man chatten wollte und dann stand dort, gerade alle Agenten sind im Gespräch, aber in den nächsten wahrscheinlich 2 Minuten kommt der nächste freie Agent. Nach 15 Minuten sind die Leute immer noch im Chat gewesen und es hat einfach keiner geantwortet, weil nur einer drinnen war und der war wahrscheinlich bis über alle beide Ohren in Arbeit, in anderen Chats beschäftigt und konnte nicht antworten. Die Punkt Nummer drei war, dass sich dieses Chat-Widget auf den Webseiten wie ein Fremdstück angefühlt hat. Das heißt, das hat vom Design her anders ausgesehen, von den Farben her anders. Es war irgendwie wie ein Fremdkörper. Wie sieht es in Summit aus? Wenn ich in Summit einen Chat einbinden will, gehe ich wieder in das Admin-Interface, wieder bei den Kanälen zu Chat. Er nimmt automatisch die Domain meiner E-Mail-Adresse und lädt automatisch meine Webseite, blendet automatisch vor, wie dieses Chat-Widget aussehen würde. Das heißt, er macht im Hintergrund tatsächlich, holt er sich die Webseite, analysiert die Webseite, findet raus, ob das jetzt ein Flat-Design ist oder nicht, welche Farbschema verwendet werden und macht aufgrund eines Algorithmus gleich einen Vorschlag von den Farben, die ich jetzt hier für mein Chat-Widget verwenden kann und schlägt auch gleich in der Regel die beste Farbe vor, die man eigentlich übernehmen kann. Jetzt kann ich hier noch ein paar Konfigurationseinstellungen übernehmen und am Ende wird mir dann dieses JavaScript-Snippet angezeigt, das ich dann auf meine Webseite einpacken kann. Und kann eigentlich so ein Widget mit einem absolut tollen Design, nicht Fremdkörper, in meine Webseite relativ schnell integrieren. Hier ist noch ein Screenshot von dem Widget oder von dem Snippet, was ich dann einbinden muss. Das ist tatsächlich nur so ein 8-Zeiler JavaScript, je nachdem, was ich alles konfiguriert habe. Das muss ich auf meine Seite einbinden und mein Chat ist gleich verfügbar. Weil wir das so toll fanden, haben wir dann, als wir in der Entwicklungsphase waren und diesen Auto-Design-Mode gucken wollten, wie toll das ist, sind wir auf mehrere hundert Webseiten gegangen, automatisch natürlich, und haben uns dann haben diesen Auto-Design-Mode angeworfen und haben uns dann einfach anzeigen lassen, Screenshots gemacht von den Seiten und sind die dann einfach durchgegangen, um zu sehen, wie gut oder was können wir dann noch verbessern. Und hier ist ein kleines Beispiel, das sind hier 16 Webseiten, wo wir einfach diesen Auto-Design-Mode gestartet haben und Screenshots gemacht haben. Und wenn man jetzt das im Detail durchgeht oder auch größer durchgeht, es fühlt sich nicht wie ein Fremdkörper an. Ist aus unserer Sicht einfach ein schönes Stück geworden. Dann haben wir als weiteren Kanal anzubieten solche Feedback oder gibt es auf Webseiten oft solche Formulare, wo man irgendwas eintragen kann, damit man einen Rückruf kriegt oder dass, wenn man irgendwas abgeben will. Da ist es so, dass wir auch festgestellt haben, dass die Anwender, die das verwenden, oft das Feedback haben, dass sie da in ein leeres Rohr reinschicken. Da kommt in 14 Tagen vielleicht mal was zurück oder auch nicht. Wir machen es so, dass wir hier direkt ein Ticket draus erstellen. Das heißt, der kriegt, wenn konfiguriert, der das ausfüllt, gleich eine Autoantwort. Es wurde ein neues Ticket erstellt. Das heißt, der Kunde weiß gleich, ach, okay, das ist bei denen eingegangen. Professionell sind sie auch noch aufgestellt, weil ich gleich eine Ticketnummer, eine Vorgangsnummer habe. Wunderbar. Die Einbindung funktioniert ähnlich wie der Chat. Das heißt, im Admin-Interface gibt es auch wieder so einen Punkt bei den Channels. Der heißt in dem Fall Formular. Ach, ich sehe gerade, das ist ein falsches Screenshot, aber funktioniert genauso, kann ich leicht konfigurieren. Am Ende fällt wieder so ein JavaScript-Snippet raus und hier habe ich dann die Möglichkeit,
wenn ich das auf eine Webseite einbinde, zum Beispiel über so einen Knopf einzubinden, dann kommt so ein Modaldialog. Wenn ich das auf Übermitteln drücke, kriege ich auch gleich die Ticketnummer mitgeteilt, damit man auch, wenn man anruft zum Beispiel, gleich weiß, um welchen Vorgang das geht. Oder als Alternative bieten wir auch noch an, dass das in der Seite als Formular zu verwenden wäre. Ja, arbeiten als Team. Wenn ich in Zammert mit mehreren Kollegen arbeite, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich individuelle Übersichten, das ist jetzt hier der Bereich, wo ich mir eine Übersicht schaffe, deswegen hier links in der Navigation Übersichten. Und üblicherweise habe ich hier zum Beispiel nicht zugewiesene offene Tickets oder meine zugewiesene Tickets, kann ich mich strukturieren, wo sind meine Arbeitslisten, die ich abarbeiten muss. Und hier kann der Administrator individuelle Übersichten nach jeglichen Attributen zusammenstellen und den Benutzer einen oder mehreren oder nur aus bestimmten Abteilungen individuelle Übersichten bereitstellen. Dann, wenn ich an einem Ticket arbeite und dort sind bestimmte Informationen relativ wichtig in solchen Artikeln, also das ist jetzt quasi der erste Artikel, den der Kunde geschrieben hat, danach hat ein Agent zurückgeantwortet. Wenn es aber hier so wichtige Passagen gibt, kann ich mit dem Stift rechts oben einen Permanent-Markup oder permanent markieren, da habe ich auch verschiedene Farben, um solche wichtige Passagen in so ein Ticket, wo es vielleicht irgendwie um einen Streitfall geht oder um irgendwelche IP-Adressen oder irgendwas, kann ich permanent hervorheben, sodass, wenn ein Kollege das übernimmt, dieses Ticket, er gleich weiß, ach, in den ersten Artikel oder den fünften Artikel, da ist was Wichtiges, da gucke ich genauer hin, weil dort eine relativ wichtige Information dann enthalten ist. Was passiert noch, wenn man mit mehreren Agenten am System arbeitet? Der eine ist ein Rechtschreibkünstler, ein Verliebter, kann super tolle Texte verfassen. Ich als Techniker, ich löse eher die Probleme, aber mein Text, meine Kommunikation ist nicht so toll. Und deswegen haben wir versucht, die beiden Welten zu verschmelzen. Und zwar kann man im System zentral Textbausteine pflegen. Auch mit Platzhaltern, dass man zum Beispiel den Kundennamen oder bestimmte Attribute mit automatisch ersetzt. Und wir haben die Möglichkeit, jeder hat dann die Möglichkeit, wenn er so eine Antwort schreibt, mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, bekommt er so einen Autovervollständigungsmechanismus. Dort kann er jetzt weiterschreiben. Die verfügbaren Templates werden dadurch eingeschränkt. Und ich kann mir hier bestimmte Templates raussuchen, also Textsnippets, und kann die dann mit Enter übernehmen. Und so habe ich relativ zügig Antworten verfasst, die A, professionell aussehen, B, von Kollegen in der Regel QA'd worden sind, also das heißt, ich als Techniker und oft auch Legastheniker, ich darf das sagen, habe damit auch die Möglichkeit, relativ geschwind professionell Antworten zu schreiben. Und das Schöne ist, dass auch die Leute dann, nachdem sie ein paar Mal dieses Feature verwendet haben und gesehen haben, wow, ich kann da ja in der halben Zeit dann Antworten schreiben, die noch dazu gut aussehen, fangen die sogar dann auch an, solche Text-Templates zu entwerfen und geben die dann Kollegen zur QA und werden dann eingepflegt, weil es einfach ein wahnsinniges Erlebnis ist, wenn man super schnell, super einfach auf einmal die Probleme beheben kann oder die Antworten schreiben kann. Was haben wir noch oft? Wir haben noch oft wiederkehrende Tasks. Also wenn man zum Beispiel dieses Firmenpostfach mit einbindet, dann läuft es früher oder später darauf hinaus, dass auch Spam reinkommt. So Spam will man in der Regel klassifizieren, man will es schließen und man will es vielleicht auch in eine bestimmte Gruppe verschieben. Also man hat mehrere Tätigkeiten, die man auf einmal eigentlich ausführen oder die man immer wieder ausführen will. Da ist unsere Antwort, sind Makros. Das heißt, ich kann hier neben den Aktualisieren-Knopf draufdrücken, dann sehe ich eine Liste von meinen verfügbaren Makros, die ich hier an diesem Ticket anwenden kann. Das erste Makros wäre zum Beispiel, dass er das Ticket automatisch schließt und ein Tag Spam vergibt. Die Tags verwendet man, um später Sachen besser finden zu können. Hier würde man es verwenden, um einen Job einzurichten, der einmal im Monat alle Spam-Tickets löscht, also sprich die E-Mail, die zum Beispiel per Spam reingekommen ist. Oder dieses hier würde das Ticket einfach in die Gruppe RMA verschieben und dann wäre es das. Das letzte würde eine Antwort an den Kunden verschicken, das Ticket schließen und ein Tag Banana automatisch setzen. Ja, also da haben wir auch wieder die Möglichkeit, die Effektivität und den Agenten zu motivieren, um eine bessere, einfachere oder ein einfaches Leben zu haben, um schöner antworten zu können.
Was man auch gerne benötigt, sind diese individuellen Felder. Die kann man auch im Admin-Interface relativ einfach pflegen. Also individuelle Felder wären zum Beispiel, dass wir hier als Beispiel an einem Ticket eine Seriennummer abspeichern wollen als Feld. Also sprich, man kann oben die vier verschiedenen Objekte wählen, wo ich solche dynamischen Felder oder individuellen Felder anlegen kann. Das wäre zum Beispiel jetzt hier im Ticket. Dann sage ich neues Attribut, kann verschiedene Typen wählen, zum Beispiel ein Select-Feld, ein Input-Feld, ein mehrzeiliges Eingabefeld, ein Datumsfeld und so weiter. Und wenn ich dann alles habe, kann ich die Änderungen auf der Datenbank dann ausführen und danach stehen mir in den Masken dann diese funktionellen oder diese neuen Attribute zur Verfügung. Also hier sieht man als Beispiel, ich mache am Ticket ein Feld, das heißt Seriennummer und beim Benutzer ein Feld, das heißt API-Token. Hier kurz angemerkt, diese Felder kann ich natürlich später auch in meinen Platzhaltern verwenden oder in meinen Autoantworten, wo auch immer. Also überall kann ich dann auch diese Werte dann später automatisch einsetzen lassen. Ein kleiner Ausblick zur Zukunft. Wie geht es so weiter? Wir releasen im 4-Wochen-Rhythmus. Das heißt, das ist... das heißt, das ist für uns als Entwickler relativ anstrengend, weil wir wirklich im Turnus von 4 Wochen neue Funktionalitäten liefern. Haben wir uns ein bisschen an GitLab angelehnt, die machen das ähnlich, oder unser Vorbild. Dann, momentan richtet sich Xamarin aufgrund der Einfachheit und Lockerheit an kleinere bis mittlere Installationen. Wir werden aber zukünftig auch Enterprise-Funktionalitäten mitbringen, zum Beispiel eine LDAP-Integration für Benutzername, Passwort und für die Benutzer, damit die für möglichen Kunden zum Beispiel auch gleich im LDAP angezeigt oder im Xamarin angezeigt werden. Eine Exchange-Integration, um auf dieses globale Adressbuch zuzugreifen, damit man die dann auch gleich als Kunden auswählen könnte oder auch die Out-of-Office-Informationen in Xamarin übernehmen kann. Und zum Beispiel an so Sachen wie Single Sign-On gegen Kerberos, damit man das einfach schön in die Umgebung integrieren kann, die schon in die IT-Infrastruktur. Dann arbeiten wir an einer Knowledge Base, also als Tickets landen meistens Anfragen und um diese Anzahl der Anfragen zu reduzieren, macht man eigentlich präventiv eine Wissensdatenbank. Das heißt, man schreibt die häufigsten Probleme, kategorisiert man und beantwortet die dann in einer Wissensdatenbank. Das heißt, der Kunde guckt zuerst in der Wissensdatenbank, wenn er dort keine Lösung auf seine Frage oder auf sein Problem findet, dann erst erstellt er ein Ticket. Dann arbeiten wir noch an einer Videochat-Funktionalität und an der Integration von weiteren Diensten. Wir haben hier zum Beispiel Zipgate.io, das ist ein Voice-over-IP-Anbieter. Da sehen wir in Xamarin die gesamte Caller-Liste, also wer angerufen hat, wer rausgerufen hat, ob gerade jemand spricht und sowas. Oder auch Telegram gibt es mittlerweile auch schon als Integration. Das ist quasi ein weiterer Kanal und wir werden auch weitere Kanäle anbinden. Wir haben zusätzlich noch weitere Funktionalitäten auf dem Schirm. Diese weiteren Funktionalitäten, von denen kann ich jetzt noch nicht so viel sprechen, das sind nämlich nicht solche, wie wir bisher kennen, aus anderen Systemen, wo es um Enterprise-Feature oder Knowledge-Base geht, sondern wir sind eine relativ kreative Truppe und wir haben uns da ein bisschen ausgelassen in Funktionalitäten, die wahrscheinlich sehr, sehr angenehm sind, muss ich jetzt eine kleine Blase aufbauen, die sehr, sehr angenehm sind und für die Agenten einen großen Mehrwert bringen und einfach in der zweiten Jahreshälfte drauf spannen, da gespannt sein, da werden wir die dann auch veröffentlichen. Zuvorletzt eine Aktion in eigener Sache. Falls hier im Publikum ein Frontend-Entwickler oder Backend-Entwickler sitzt, der Lust auf Xamarin hätte, dann darf er sich bei mir nachher melden. Wir suchen dringend Frontend-Entwickler mit JavaScript und CSS-Fähigkeiten oder Backend-Entwickler im Ruby on Rails-Bereich. Das wäre jetzt die Gelegenheit von Fragen. Jawohl. Also die Frage wiederholen. Okay, die Frage ist, ob es auch andere Importmöglichkeiten gibt von anderen Systemen, zum Beispiel Kayako. Derzeit nicht. Es gibt eine Liste von Importern, die
angefragt sind. Dort ist auch Kayako dabei oder auch Desk.com und andere. Wir arbeiten die Liste in bestimmten Prioritäten ab. Also das heißt, Stand heute gibt es keinen Kayako-Importer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beim Kayako ist auch eine SQL-Datenbank, entweder man ist jetzt technisch affin, liest diese Datenbank aus und befüllt Xamarin über eine API, über diese REST-API. Da gibt es auch schon Libraries für Ruby und für PHP und für JavaScript, wo man dann relativ einfach dort ein Tickets anlegen kann und Benutzer anlegen kann. Oder wenn man sagt, nee, ich würde mir das gerne machen lassen von irgendjemandem, dann könnten wir das als Dienstleister, auf Dienstleisterseite auch anbieten. Das heißt, da würden wir ein Preisschild dran machen und das als Auftragsarbeit abwickeln und sowas dann zum Beispiel auch später in den Standard nehmen, gegebenenfalls mit Teilfinanzierung oder vielleicht finden sich 3, 4 Kollegen, die das dann auch haben wollen und über den Weg dann auch die Funktionalität in Xamarin anreichern. Jawohl, weitere Fragen? Genau selbe, also die Frage, Gedanke, die Frage war, ob es für Request Tracker eine Importer gibt. Derzeit nicht, selbe Antwort, ist auf der Liste mit drauf, aber bisher war zu wenig Interesse, dass es von unserer Seite auf die Prioritätenliste weiter oben gekommen ist, wäre aber als andere Option entweder selber machen oder uns zum Beispiel beauftragen. Oder das andere System nur als Archiv zu verwenden und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Xamarin weitermachen. Noch weitere Fragen? Also das würde ich jetzt im Moment so sagen. Die Frage war, was die aktuellen. Danke für die. Die Frage war, was ist die aktuelle die Top auf dieser aktuellen Xamarin-Prioritätenliste? Das sind momentan diese Enterprise-Feature. Also ich fasse nochmal kurz zusammen: LDAP-Integration, Exchange-Anbindung, Single Sign-On, Out-of-Office-Anbindung. Damit ein Vertreter bestimmen kann. Also einfach sowas, was zu diesem größeren Einsatz in Konzernen und sowas, was dort auch benötigt wird. Und da kann man auch die nächsten Wochen mit einer Release dann rechnen, wo das dann veröffentlicht wird. Und dann gucken wir nochmal, was dann die High Priorities sind. Da hatte ich schon angesprochen, das sind von unserer Seite aus diese neuen Sachen, die man so im Helpdesk-Bereich noch nicht kennt. Da wird sich dann aber auch wieder zeigen, wo hängt auch immer ein bisschen ab. Bei uns klopfen dann Kunden an und sagen, wir brauchen aber einen Connector zu Jira zum Beispiel und wir wollen da auch Geld, ist für uns wichtig, wir wollen das auch mit Geld bezahlen, weil wir dadurch einen gewissen Mehrwert haben. Dann rutscht es natürlich auf der Prioritätenliste wieder ein bisschen nach oben, weil wir auch von irgendwas am Tagesende dann leben dürfen. Wunderbar. Jetzt gucke ich gerade, das sind noch, die Folie suche ich. Ich bedanke mich von meiner Seite. Kurz nochmal, wer Xamarin direkt verwenden will, ohne dass irgendwas installieren will, findet es auf xamarin.com. Wer Xamarin downloaden will und selbst betreiben will, installieren will, auf xamarin.org. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch ein paar schöne Tage.